So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ark. Ja, wie in der letzten Episode eigentlich schon angesprochen gehabt, werde ich mir jetzt ein Megatherium ziehen. Ich habe eben gerade echt eine halbe Stunde gesucht, bis ich die beiden hier gefunden habe. Weil, ja, der hat uns, ich weiß, ihr wollt mich, aber. Den da, den würde ich ziehen. Der ist 140. Der ist Level 20. Ja. Aber ich mache ich die hier jetzt erstmal weg. Ja, doch. Ja, das kommt. Genau, halt ihr mal. Okay, die machen Schaden. Oh, 130er. Na gut. Habe ich sie alle weg? Wie gesagt, den dann will ich ziehen. Das. Der ist halt Level 20. Der ist 140. Oh. Relativ gutes Set. Und ich. Wo bist du hin? Da bist du. Oh, wie viel Leben hast du? 1480. So. Oh, kommt ja doch hier hoch. Okay, auf einmal kommen wir da hoch. Da bist du.
Gut, er will flüchten. Aber ich darf ja, dass da Faultiere sein sollen, sind sie verdammt schnell. Was soll mit dem Jutti? Ich find's blöd, dass man nicht von allen Tieren aus schießen kann. Komm hier hoch? Alter, was ist das denn für eine Horde hier? Und das kommt. Ach, jetzt hat noch einer. 15. Und Schuss. Alter! Das Schicksal will echt nicht, dass ich gerade Megatherium zähme, ne? Warte mal, wie viel Truppe hast du jetzt? Okay, der verliert relativ schnell.
Mann, weg mit dir. Warum fährt er ausgerechnet dahin, wo ich gerade... Na, da bist du. Wo ich gerade den Wolf hingepackt habe. Oh, ein lokales Kriterium. Warum musst du ausgerechnet hierher laufen? Really? Jetzt hast du dich ausgerechnet da festgepackt. Der wird gleich sterben, soweit ich... Okay. Ich wundere, das war, dass er kein Sauerstoff verliert, aber umso besser. Naja. Der ist vollkommen unter Wasser. Wieso verliert er keinen Sauerstoff? Oder hat er doch Kiem? Nur keiner wusste es.
Ups. Na. Wenn du ergreifst jetzt das Megatherium nicht ohne. Welches Level bist du denn? Ach, du bist fast tot. Okay, du bist tot. Gut. Ah, fuck. Daneben. Ist jetzt wirklich weg? Ja. Und da steht hier auch noch daneben. So, wo bist du? Da bist du. Ja, so. Schön ablenken vom Megatherium. Wow. Ich hatte gerade kurz, wirklich kurz gedacht, er kommt hier hin. So finde ich es gut. Tschüss. What? Na, dann wollen wir für Züge. Okay. So gut, noch zweimal fressen. Gut, habe ich das eigentlich schon gelernt?
Jetzt aber in der Werkbank. Okay. Wobei, vielleicht habe ich sogar schon einen besseren gefunden. Was ich allerdings nicht glaube. Ja. Ja. Oh, generell eigentlich erstmal zum Megatherium. Der lebte an sich vor ja, 5 bis 33 Millionen Jahren. 5,33 Millionen Jahren bis vor 11.000 Jahren. Ja, die Fundorte der Fossilien waren hauptsächlich in Südamerika. Und ja, konnten eine Gesamtlänge von 6 Metern bekommen. Und eine Schulterhöhe von 2 Metern. Galten an sich als die größten Landfaultiere, die es gab. Deswegen gelten als Faultiere, sind einfach so verdammt schnell. Ja. Ja, und konnten. Ja. Und deren Gewicht war halt 3,8 bis 6 Tonnen. So in den Dreh. Ja. Na, natürlich falle ich da rein. Was war denn das gerade für ein Grafikbug? Oh, jetzt ein. Please. Warte mal hier. Ah, da. Aber ist fertig. Gut. Na, fuck. Inventar. Das Fleisch kommt noch mit. Okay. Jedes Mal, soweit ich anscheinend rausgehe aus dem Wasser, kommt da so ein Grafikbug. Gut. Das Gute ist an den Megatheriums, sie fressen an sich alles. Von Früchten oder Beeren bis hin zu Fleisch. Dann werde ich mal gucken, ob ich irgendwo mal eine Höhle finde, wo ich da mal reingehen kann. Dann ja, bringe ich jetzt halt noch den Vegetarium jetzt einmal zurück und beende hier jetzt einmal die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.